Willkommen beim Kanal von Gamerton Drake. Wir spielen Assassin's Creed Odyssey und kümmern uns heute um die nächste Hauptquest im Spiel, und zwar die Wahrheit will heraus. Wir sollen jetzt die Pythia, das Orakel, befragen. Wir haben ja in einem der letzten Videos schon erfahren, wo sich die Pythia wahrscheinlich aufhalten wird. Dort, wo sie nicht so gut bewacht wird in ihrem Hause. Und schauen jetzt einmal auf der Karte, wo wir genau hin müssen. Finde und befrage das Orakel. Und da ist das Heiligtum der Athena. Grabmal. So. Bisschen kurz gucken hier. Ob wir da mit der Schnellreise hingehen können. So, im Heiligen Land des Apollon, innerhalb von Phokis. So, da sind wir jetzt. Heiliges Land des Apollon, Hauptort von Delphi. Und da müsste jetzt auch bald das Haus eigentlich sein. Setzen uns mal eine Wegmarkierung. Und machen uns auf den Weg dorthin. Mal gucken, ob das hier noch mit dem Weg läuft. Eine schöne Statue. So, und mit Phobos geht es ein bisschen schneller voran. Springen wir gleich ganz sportlich auf. Das haben sie auf jeden Fall auch schon mal besser gemacht als in dem Teil zuvor, Assassin's Creed Origins. Da fand ich das mit dem Pferdreiten nicht ganz so schön gelöst wie in diesem Spiel. Und auch das Absteigen vom Pferd sah bei Origins immer so aus, ob er vom Hintern des Pferdes runterhüpft. Das ist hier zwar manchmal auch noch so, aber es sieht doch schon ein bisschen besser animiert aus. So, je dichter wir kommen, gucken wir, mit dem Hinweis erhalten, dass wir den Icarus nutzen können. So, du bist in der Nähe deines Ziels. Icarus, zeig uns den Weg. Da ist das Orakel drin. Gehen wir den Rest mal zu Fuß. So ein Camper wollen wir uns hier noch nicht verwickeln. Das kommt wahrscheinlich gleich früh genug. Eine Söldnerin, Adriana, die Vatermörderin, ist auch noch da. Gibt nur noch einen legendären Gegenstand, den wir dann erhaschen können. So, da reitet einer. Dann können wir eigentlich gleich von oben einmal schön angreifen. Ja, Söldner-Leading ist eigentlich auch eine schöne Nebenbeschäftigung im Spiel, weil ihr letztendlich ja immer innerhalb der Söldner-Ringe weiter aufsteigen könnt. Und je weiter ihr hochsteigt, desto mehr Boni erhaltet ihr. Also sei es jetzt, dass ihr andere Gravuren freischalten könnt oder auch Rabatte beim Schmied erhaltet. Der Schmied ist ja einer eurer besten Freunde, der euch letztendlich mit den Sachen versorgt, wie zum Beispiel Drachen, indem ihr eure unnützen Gegenstände dort verkaufen könnt, neue Waffen kaufen könnt, aufrüsten könnt, mit Gravuren verzieren oder auch Materialien für euer Schiff kaufen, wie zum Beispiel Holz, weil es dann doch recht mühselig ist, die einzelnen Olivenzweige immer aufzusammeln. So, und die macht uns aber hier keine großen Probleme. Mal schön aus dem Weg gehen, wenn sie rot leuchtet. Das müssen wir so auch gleich geschafft haben. Und das war's. So, das war's mit der Söldnerin. Einmal kurz den Tod bestätigen. Oh, zack. So, einen schönen legendären Bogen haben wir bekommen.
gucken uns einmal kurz was zu ihrer Geschichte an. Die Vatermörderin. Ja, hat ja ihren Hund hier mitgenommen. Man hätte immer noch mal zusätzliche Informationen über die einzelnen Söldner. Sind momentan auf dem, ja, Rang 9 sind wir nicht mehr. Ich glaube, auf Rang 6 oder 7 sind wir jetzt. Nee, auf Rang 8 sind wir erst. So, Rang 7 haben wir auch schon mal welche entdeckt. Okay, letztlich geht es aber Söldnerhinweise. Okay, der nächste, der in der Nähe ist, der nächste Söldner. Kümmert uns aber gar nicht drum. Wir wollen nämlich das Orakel befragen. Was ist denn mit dem Verbleib unserer Mutter auf sich hat? I'm not here to hurt you. I just want answers. The Pythia is a sacred vessel of the gods. People travel the world for my answers. But none of them would dare break into my home. Apollo's wrath will. Keiner würde es wagen, mein Haus anzubrechen. Ja, wenn sonst keine andere Wahl ist. Wachen kann es rufen, aber die werden wohl nicht kommen. I'm looking for my family. And everywhere I go, people are either lying or trying to kill me. You're the first person who might have some answers. But they'll kill me if I tell you. Not if I get to them first. Help me, and no harm will come to you. I promise. All right. But ask your questions quickly. The longer you're here, the more at risk we both are. Tja, so viele Fragen haben wir eigentlich gar nicht. Drei What Stück in der Zahl, okay. Cosmos? So, der Kult des Kosmos. Enough with the riddles. Wurden wir erst erstmal konfrontiert bei der letzten Hauptmission? Sie stecken sich hinter Masken und Tüchern. Okay. So, anscheinend wird die Pythia unter Druck gesetzt von dem Kult des Kosmos. Ah ja. So, Politik oder Krieg, dann wird es gut bezahlt vom Kult. You said you saw me in your visions. What did you see? There is an artifact under the temple of Apollo. It reveals what only the gods should know. Nicht ein Artefakt, es zeigt auf, was nur die Götter wissen sollten. Nennt es mir das Kind auf dem Berg. Der Kult sucht nach einem spartanischen Kind, das den Fall von einem Berg überlebte. Ja, das sind ja wohl wir, ne? Das Artefakt offenbarte, dass du das Kind bist. You have an opportunity to do the right thing. So, und jetzt kommt auch schon der nächste große Handlungsstrang, Verlauf in Assassin's Creed Odyssey zu Tage, nämlich der Kult des Kosmos. Beneath the Temple of Apollo there is an ancient chamber. I think they meet there. So, but without one of their cloaks and the masks, you won't make it more than two steps. Aber ohne Maske kommen wir da wohl nicht rein. There is a man. He visits me from time to time. Makes sure I'm well taken care of. I have the biggest house in the Hora of Delphi, yet he still offers drachmi for my troubles. Mm-hmm. Gives me the creeps. What's his name? Elpinor. Elpinor, den kennen wir ja. He's with the cult? I can't be sure. Der gehört zum Kult, sehe nicht sicher, aber letztendlich unser Stiefvater hat uns ja vor einer Schlange im Gras gewarnt. Elpinor generell ist uns ziemlich unsympathisch. Der hat uns ja auch beauftragt, unsere eigene Mutter zu töten. So, und jetzt soll er mit dieser Maske die Pythia öfter aufsuchen. Liegt es nahe, dass er dem Kult des Kosmos angehört und damit natürlich noch mehr in unser Feindesfadenkreuz gerät. Herodotus, was die Pythia told me about the cult. Maybe he'll have some insight. So, ab zu Herodotos. Gucken, ob der mit den Informationen, die wir vom Orakel erhalten haben, uns noch weiterhelfen kann. Ist auch ganz in der Nähe hier, das ist auch schön. Da ist er. Well, what did the Pythia tell you? The cult of Cosmos is hunting me. But I'm going to hunt them first. She told me they meet in a secret chamber under the Temple of Apollo. So it's all true. If the cult has done anything, it's fooled this old man. I can't get in without a mask and cloak. It's how the cultists identify each other. The Temple of Apollo is by the Cave Ogea. Simple enough to find. But a cultist's mask and cloak? How will you accomplish that? The Pythia gave me the only clue I need. When I'm ready, I'll meet you at the temple. For now. Okay, müssen wir uns also irgendwie eine Maske besorgen.
Und damit haben wir auch diese Hauptquest erstmal erledigt und es geht im Spiel prächtig weiter. Bis dorthin, euer Gamer Tim Drake.